Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal... Oh, was ist da eigentlich für ein cooles Tattoo im Gesicht? Sehe ich gerade erst. Oder ist das eine Narbe? Nee, ist ein Tattoo, ne? Ja, egal. Ich lasse mich direkt schon ablenken. Ist das nicht cool? Nein, die haben ja hier alle irgendwelche schönen Tattoos im Gesicht. Was ein bisschen schade ist, wenn man sich dem Sumpflager anschließt, dann bekommt man leider selber nicht die Tattoos. Also, es wäre ja atmosphärisch schon ganz cool, wenn man dann so... Sollte man sich denn hier anschließen, sich den Kopf rasiert und dann auch solche Bemalungen bekommt. Einfach, weil das hier jeder im Lager hat, selbst die Novizen. Hier, ich meine, guckt euch die mal an, ne? Alle mit Glatze, alle mit irgendwelchen Malungen. Bist du eigentlich? Normaler Novize, okay. Aber leider gibt's das nicht. Soweit ich weiß, gibt es eine Mod dafür, die dafür sorgt, dass man eben dann auch so eine Bemalung bekommt und die Glatze bekommt, dass es halt ein bisschen besser hier reinpasst, sollte man sich dem Sektenlager anschließen. Aber im Hauptspiel ist das halt leider so und ich spiele das Hauptspiel, also, na, was heißt das Hauptspiel? Ich spiele das Spiel Vanilla, so sagt man ja. Oder so sagt man ja. Und, ja, ich finde das eigentlich auch ganz in Ordnung so. Ja, egal. Haben wir mit dir eigentlich schon geredet, Koranga? Ich anscheinend schon. Und wer bist du da hinten? Mit dir hatten wir auch schon geredet, oder? Koranga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Ja, mit denen hatten wir, glaube ich, schon mal geredet, aber anscheinend habe ich hier mit Gornatoth oder Gornatoth nicht mehr geredet, nachdem ich mit Koranga geredet hatte. Oder habe ich überhaupt mit denen geredet? Moment, ich möchte nochmal mit ihm reden. Jetzt bin ich mir unsicher. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann... Kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ich finde übrigens die Templerrüstung hier ziemlich cool. Die sehen richtig klasse aus. Ziemlich schick gemacht. Ich finde das halt auch einfach so cool, dass die Lager alle ihre verschiedenen Rüstungen haben. Ich meine, gut, das sind jetzt ja auch die Standard-Templerrüstungen. Also die, ich glaube, das sind die ersten, die man bekommen kann, theoretisch. Da gibt es halt auch verschiedene Stufen von, wie man sieht. Aber ich finde es halt einfach so cool, dass jedes Lager so seine eigenen Rüstungen hat und man sofort erkennt, aha, der gehört zu dem Lager und so weiter und so fort. Ist ziemlich atmosphärisch. Ja, egal, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ins Sektenlager zurückgegangen, haben Dusty hier hingebracht. Und unser Ziel ist es momentan, hier noch die letzten Aufträge zu erledigen, um noch den letzten Rest Erfahrung zu sammeln, den wir so sammeln können. Und wir haben hier... Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir ja hier die Ablösung besorgt haben, aber das hat jetzt der Guru schon erwähnt. Und er hat uns angesprochen, hey, das war der Letzte mit, beziehungsweise nein, es ist der Vorletzte, der noch nicht mit uns redet. Aber es ist einer der Letzten, die noch nicht mit uns geredet haben und jetzt haben wir auch eine Möglichkeit, ihn zu beeindrucken, was ganz cool ist. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. No. Bete zum Schläfer. Um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Aber er hatte doch uns erlaubt, er hat uns doch angesprochen. Oh, ist jetzt doof. Ja, mit Harlock kann ich anscheinend nicht reden. Irgendwie sind diese Stampfer ziemlich verbuggt. Warum auch immer. Na gut. Dann haben wir ihn ein bisschen verärgert, aber ich denke mal, wenn wir unsere Aufgabe gut erledigen, dann wird das jetzt auch nicht so schlimm sein. Ist ja eigentlich derjenige, für den wir die Ablösung geholt haben. Nyras, na, hast du noch was zu sagen? Schade. Danke oder so wäre ganz cool gewesen dafür, dass du jetzt nicht mehr stampfen musst. Hm. Naja, egal. Wir sollen in den Sumpf gehen. Ich finde diese Bäume auch unglaublich cool. Vor allem,
Was ist das, was da runterhängt? Sind das tatsächlich die Blätter des Baums oder sind das irgendwelche parasitären Pflanzen? Sehr interessant. Und das die Geräusche von den Insekten und vermutlich Fröschen oder so sind auch sehr, sehr cool. Naja, wen haben wir denn hier? Baal Netbeck, wer bist du denn? Bist du ein richtiger Baal? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbeck. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ja, das vermute ich auch. Die Frage ist, ob er überhaupt ein richtiger Baal ist oder... Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Keine Sorge, hatte ich nicht vor. Wir lassen dich mal alleine mit deinen Bäumen und gucken uns mal an, was wir hier so haben. Na, ein Novize. Sumpfkraut. Wir nehmen mal hier die ganzen Pflanzen mit. Die stört euch doch bestimmt nicht, oder? Heilkräuter können wir gut gebrauchen. Sumpfkraut, ach ja, komm. Dumpti-dumpti-du. Alles meins. Wir helfen euch nur ein bisschen. Ja, genau. Wir werden das auf keinen Fall selber irgendwie benutzen oder verkaufen. Nein. Lalalala. So, das hier auch noch. Oh, da sieht man die Textur ein bisschen komisch. Da sieht man, dass Piranha Bytes da ein bisschen getrickst haben. Das ist nämlich auch ein Phänomen, das beim Wald auftritt oder bei den Wäldern. Und zwar aus der Ferne sind das nur solche Texturen. Okay, irgendwie sieht das gerade ziemlich furchtbar aus. Warum ist das so komisch? Es wird immer brauner, je weiter ich weggehe. Okay, gucken wir uns das nicht an. Ja, eigentlich haben sie Texturen benutzt. Irgendwelche Waldtexturen, die man eben sieht, wenn man von weiter Ferne hinguckt und wenn man dann näher kommt, gehen die Texturen weg und die Objekte da drin werden gerendert, die einzelnen Bäume, wodurch halt einfach die Performance gesteigert wird und man trotzdem von weitem erkennt, dass da Bäume sind und die nicht einfach so aufploppen, aber hier im Sumpf sieht das gerade irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so sein soll oder ob das jetzt einfach nur bei mir so komisch ist. Zumindest ist mir das im Sumpf das eher zum ersten Mal jetzt so aufgefallen. Unschön. Naja, egal. Wir reden erstmal mit Balor. Na, hast du Sumpfkraut für uns? Wir sollen welches abholen. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Aha. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aha. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Sollen wir das ausprobieren? Ich meine, wir wollen uns ja sowieso nicht dem Sektenlager anschließen. Also wenn wir die Gurus ein bisschen verärgern, ist das vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Das kriege ich hin. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln?
Naja, mir gute Tipps geben, wie ich das Sumpfgras verhökern kann. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Allerdings kriegen wir eine ganz nützliche Belohnung, wenn wir das komplett abliefern. Ich weiß nicht, ob wir die bekommen, wenn wir das bei Cypher verhökern. Das werde ich mir mal anschauen. Aber wir haben sowieso noch nicht die gesamte Menge Sumpfkraut. Denn wie er schon sagte, auf der anderen Seite des Sumpfes finden wir noch jemanden, der da Sumpfkraut sammelt. Und da wollen wir jetzt hin und vorher speichere ich. Denn hier im Sumpf sind einige Geschöpfe, die uns ans Leder wollen. Und mit denen sollten wir uns jetzt noch nicht anlegen. Ha, da sieht man schon ein Geschöpf davon. Moment, ich sammle mal eben hier die ganzen Heilkräuter auf. Und dann sehen wir uns das mal genauer an. Da sind sie. Tja. Sie gucken gerade nicht in unsere Richtung. Aber das, meine Freunde, sind Geschöpfe, die sich Sumpfhaie nennen. Ich weiß nicht genau, was da die Ähnlichkeit mit einem Hai ist. Ich weiß nur, wir sollten denen nicht zu nahe kommen, denn gegen die haben wir momentan einfach noch keine Chance. Die würden uns so zerreißen. Deswegen machen wir dann einen schönen Bogen drum, gehen hier am Rand entlang und hoffen, dass da kein Sumpfhai auf uns zukommt. Okay, so sieht das sogar relativ cool aus. Aber wenn ich nach da oben gucke, das ist irgendwie doof. Keine Ahnung, normalerweise ist das eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, was da gerade bei mir kaputt ist. Mit der Grafik, aber hey. Solange ich hier alles machen kann und durchlaufen kann, ist ja noch alles in Ordnung. Und solange ich noch sehe, wo ich hinlaufe. Oh Gott, der kommt mir zu nah. Da müssen wir echt aufpassen. Dumpti-dumpti-dumm, ich gehe mal hier entlang. Lalalalala. Du siehst mich gar nicht. Dumpti-dumpti-du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Phew. Das war mir zu knapp. Ha, naja. Egal. Wir wollen da hinten hin. Und da sind einige Blutfliegen im Weg. Die müssen wir natürlich erledigen. Also, wir können auch einfach durchlaufen, aber das wäre jetzt nicht so gesund. Und ich denke mal, mit unserer Rüstung und mit unserer neuen Axt hier können wir das ganz gut schaffen. Das sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Ich meine, es sind immer noch nur Sumpffliegen. Blutfliegen. Wow. Okay. Wir erledigen sie mit einem Schlag. Wir treffen sie bloß gerade nicht. Aber sie treffen uns offensichtlich auch nicht. Da können wir sie mal in aller Ruhe angucken. Schick, 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 nicht wahr? Das ist eine Sumpffliege, Sumpffliege. Das ist eine Blutfliege, wollte ich sagen. Ich habe die mir noch nie so aus der Nähe angeguckt. Vor allem der Stachel da sieht ziemlich fies aus. Naja, wir gehen mal hier ans Ufer, damit wir die vernünftig erledigen können. So. Komm her. Au. Okay, ja, so viel Schaden machen wir jetzt auch nicht. Bloß, wenn dann viel auf einmal auf uns draufhauen, das wäre nicht so gut. Da können wir gut sterben, aber so. Ja, Blutfliegenflügel und Stachel. Alles wunderbar, cool. Können wir schön verhökern. Können wir unseren Reichtum noch weiter steigern. Unglaublich. Ich glaube, die da hinten, um die kümmern wir uns auch mal. So, die Waffe ziehe ich schon mal. Ich hoffe bloß, das ist kein Sumpfhai in der Nähe. Nee, da hinten ist einer. Das ist in Ordnung. Ey, die ist zu hoch. Ich kann sie gar nicht treffen. Au! Hört er wohl auf, mich zu treffen? So. Na, dreh dich. Oh, die haben uns aber ziemlich zugesetzt jetzt. Das finde ich gar nicht so lustig. Egal. Schön Loot. Wie viele haben wir Schaden genommen? Wir haben noch 32 von 112 Leben. Das heißt, 80 Schaden haben wir genommen. Oder? Moment. 32 bis 102 wären 70. Ja, 80. Dann wollen wir das doch mal wieder reinfuttern. Wo haben wir denn unser Essen? Nahrung. Dumpti-dumpti-dumm, Fleisch, so. Das sind 15, 30, 45, 60 und dann können wir noch zweimal Waldbeeren essen. Dann sind wir nämlich auf 70 und 80 und dann sind wir wieder genau auf den 112 Leben, oder? Jawohl, richtig gerechnet. Alles klar. Es wird Nacht. Und das sieht echt komisch aus mit der komischen Box hier.
Na gut, aber wir haben unser Ziel erreicht. Wir sammeln hier noch ein bisschen Sumpfkraut und Heilkräuter und hast du nicht gesehen. Ich meine, je mehr Sumpfkraut wir sammeln, desto mehr können wir sicherlich auch verhökern. Wobei, wir haben 50 von dem einen bekommen. Wenn wir jetzt hier nochmal 50 bekommen, ich glaube, da machen jetzt die paar Stängel, die wir jetzt hier pflücken, auch nicht mehr so den großen Unterschied. Oh, 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 oh. Da sollte ich nicht weitergehen. Ihr seht, wir sind blau geworden. Das heißt, da ist die Barriere. Ich wollte eigentlich da vorne hingehen und das Kraut einsammeln. Aber da kommen wir anscheinend gar nicht hin. Das will ich einmal ausprobieren. Aber ich vermute, wir sterben... Ja, okay, wir sterben nicht, aber wir kriegen hier voll den Blitz ab. Und das passiert halt, wenn wir in die Barriere reinlaufen. Gar nicht mal so witzig. Aber der Effekt ist cool. So, wie viel Schaden hat uns das gemacht? Das sind 15. Naja, 15 Schaden ist jetzt nicht so das große Problem. Erstmal halt einmal so eine Keule und dann sind wir wieder bei voller Gesundheit. Aber man sollte das halt nicht zu oft machen. So, wen haben wir denn hier? Novize, Novitran. Nee, Viran. Na, hast du Sumpfkraut für uns? Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Das ist auf jeden Fall lukrativ, das stimmt schon. Und ich meine, ansonsten habt ihr halt auch nicht viel. Ihr könnt weder Handel mit der Außenwelt betreiben, noch könnt ihr irgendwas anderes machen, da ihr selbst kein Erz abbaut. Was natürlich für euch cool ist, weil so müsst ihr weder Buddler noch Schürfer beanspruchen, die halt die harte Arbeit erledigen, aber dafür müsst ihr halt im Sumpf sammeln gehen. Jedem das Seine, hier sind bestimmt viele Mücken unterwegs. Oder gibt's die nicht in der Gothic-Welt? Gibt's da nur Blutfliegen? Stellt euch mal vor, ihr seid nachts irgendwie in eurem Zimmer und habt das Fenster offen und Licht an und dann kommt keine Mücke rein, nein, dann kommt so eine Blutfliege rein und will euch aussaugen. Da braucht man ziemlich große Fliegenklatschen für. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Na, zumindest hat der, nicht Menschenverstand, Skepsis ist das Wort, was ich suche. Gesunde Skepsis. Ist zwar für uns jetzt natürlich doof, aber hey, ich würde es an seiner Stelle vermutlich genauso machen. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ja, wir haben sowieso die Hälfte der Blutfliegen schon erledigt. Da vorne schwirren noch ein paar rum, soweit ich das sehe. Da hinten scheint nichts zu sein. Ich meine, das ist sowieso die Barriere. Da kommen wir eh nicht dran. Ist halt schade, weil da vorne ist das Meer. Denn wir sind ja auf Korinis. Das ist, glaube ich, eine Insel, meine ich zumindest. Beziehungsweise wir sind hier in der Minenkolonie. Die haben noch eine Karte. Ja, wir sind halt in der Minenkolonie. Die liegt halt auf der Insel Korinis, soweit ich das jetzt im Kopf habe, von den Namen her. Und man sieht, da rechts ist das Meer. Und wir können es von hier aus sehen, da ist das Wasser, aber wir können leider nicht hin. Und ich finde das so schade. Ich würde gerne ins Meer. Oh, aber naja. Ich meine, wir wollen ja hier auch nicht ewig versauern, also finden vielleicht eine Möglichkeit, die Barriere zu zerstören und, wow, Grafikfehler, die Barriere zu zerstören. Jetzt ist übrigens der komische Himmel weg. Interessant. Auf jeden Fall, vielleicht finden wir eine Möglichkeit, zum Meer zu kommen. Ja. So, da vorne sind noch mehr. Ich weiß aber nicht, ob die zu weit weg sind für den. Ob wir damit schon unsere Aufgabe erfüllt haben. Ich will eigentlich nicht so nah da hinten hin, denn da sind die Sumpfhaie im Weg. Ich speichere lieber nochmal. Ich weiß, für den Jack Smith ist das jetzt wieder zu viel gespeichere. Aber ich gehe lieber mal auf Nummer sicher, anstatt dass ich hier mich gleich den Haien zum Fraß vorwerfe. Und dann alles nochmal machen muss. Das wäre ein bisschen doof.
Also da sind noch ein paar Sumpffliegen. Wir gehen mal zu ihnen und fragen ihn. Vielleicht reicht das ja schon. Jetzt ist das ganze Wasser hier weg, oder wie? Ja. Schön. Also man sieht, bugfrei ist es nicht. Aber solange es den Spielfluss nicht hindert, ne? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Sehr schön. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Richtig. Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Coeur Calum. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ha, danke, du lieferst uns sogar noch eine Ausrede. Das finde ich gut. Wie steht's mit der Sammelei? Ja, verarsch mich ruhig. Ich bin mir sicher, du bekommst bessere Aufgaben von den Gurus. Ja. Ach, immerhin muss ich mich nicht selbst bücken. Das übernimmt das Fußvolk. Und was ist dann deine Aufgabe hier? Egal. Was habt ihr eigentlich für Texte? Das sind anscheinend nur so Standard-Novizentexte. Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind und bei den Novizen sind, dann können wir auch mal fragen, was sie so von der Lage halten und sie mal ein bisschen ausfragen. Wie steht's? Ich bin total Heimann. Zu viel Sumpfkraut gesammelt oder wie? Dabei ist das doch noch nicht mal verarbeitet zu einer, wie hat er gesagt, zu einer Rauchware. Was gibt es hier für wichtige Orte? Es gibt Fortuno. Er verteilt freies Sumpfkraut für alle Anhänger der Sekte. Du findest ihn unter Coeur Calums Alchemielabor. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Wer ist hier der Boss? Iberion, der Schläfer sei gepriesen. Er hat uns an diesen wunderbaren Ort gebracht. Durch seine Vision ist das alles hier entstanden. Nein, das hat mir gerade... Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Das ist ganz einfach. Du musst einfach loslassen, Mann. Ja, Mann. Sprich mit den Gurus, sie werden dich leiten. Ich darf nicht mit den Gurus sprechen, aber egal. Ich lass einfach los, Mann. Rauch mir einen Joint, Mann. Dann wird das schon, Mann. Achso, wo finde ich Coeur Calum? Wir können halt fragen, wo die Leute sind, die wichtigen. Coeur Calum, Coeur Angar. Nach Iberion können wir nicht fragen, aber zudem dürfen wir auch gar nicht hin. Denn der befindet sich im Tempel und in den Tempel dürfen wir nicht rein. Da dürfen ja nur Anhänger der Sekte hin. Hallo, Novize. Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Bist du neu hier? Ich bin vor kurzem angekommen. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Es ist der beste Ort, an dem du in dieser gottverdammten Kolonie sein kannst. Selbst wenn du nicht an die Lehren des Schläfers glaubst, bekommst du deine tägliche Ration Essen und Sumpfkraut. Du brauchst nur zu Fortuno zu gehen. Und wo finde ich den? Unten, an Coeur Calums Labor. In der Nähe des großen Tempelplatzes. Aha. Wer hat hier das Sagen? Die Gurus haben alles unter Kontrolle. Aber wenn man nicht auffällt, lassen sie einen in Ruhe. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Es ist der... Ja, das hatten wir gerade eben. Aber das haben wir noch nicht. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Nichts leichter als das. Rede einfach mit einigen der niederen Gurus. Sie werden dir weiterhelfen. Es wird dir hier gefallen. Wirst schon sehen. Ja, ich meine, wenn ich Dauerhai bin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass mir das gefallen würde. Einfach, weil ich nichts anderes mehr mitbekomme. Na gut. Boah, das sieht aber ziemlich komisch aus, jetzt auch mit dem Grünen da hinten. Aber dann wollen wir mal wieder hier aus dem Sumpf raus. Mir ist es hier nicht so geheuer. Und die Sumpfhaie verstören mich ein bisschen. Wir können ja mal versuchen, ob wir gegen einen ankommen. Aber ich kann euch sagen, ich demonstriere das einfach mal. Ich kann euch sagen, die zerfetzen uns. Wenn wir keine bessere Rüstung haben, dann sieht das aus wie gegen Karim in der Arena. Da kommen wir nicht gegen an. Aber hey, wir probieren es einfach mal. Aber dann sollten wir ihn wohin locken, wo wir auch vernünftig laufen können. Na? Fühlst du dich nicht von mir gestört? Ich wollte schon sagen. Wow. Wir sind cool, die Viecher. Werden auch relativ langsam, man sieht's schon. Na, bist du aggressiv gegen mich?
Und ich mache einfach keinen Schaden gegen ihn. Keine Chance. Ich lande keine Treffer bei ihm. Wir sind einfach noch nicht stark genug. Und er macht einen Schlag und ich bin tot. Ja. Ihr seht... Ja, jetzt sollte ich nicht speichern. Das geht nämlich, glaube ich. Ja, wir können jetzt speichern, was natürlich ein bisschen dumm wäre. Aber ihr seht, Sumpfhaie scheinen zwar nicht besonders aggressiv zu sein, oder zumindest dieses Exemplar war nicht besonders aggressiv, aber wir sollten uns denen nicht so nähern. Nein, das ist eine ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Da müssen wir noch ein bisschen spielen, bis wir gegen die ankommen. Und es gibt noch so einige Gegner, die uns noch haushoch überlegen sind. Ich meine, momentan scheint es zwar so, als wären wir ziemlich stark. Wir können Blutfliegen mit einem Schlag erledigen. Wir können Mole Rats und Scavenger einfach so erlegen. Aber ihr seht, wir können noch nicht überall hin. Da, wo noch starke Monster sind und so, da werden wir noch einige Zeit brauchen. Das werden wir vermutlich auch im nächsten Kapitel noch nicht schaffen. Haben wir mit dir schon geredet? Offensichtlich nicht. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Das ist tatsächlich ein ganz guter Ratschlag. Tja. Ich will mal eben gucken, wie viel das Sumpfkraut überhaupt wert ist. Lohnt sich das überhaupt, das zu verkaufen? Ich meine, wir haben sowieso so viel Geld. Nee, Steinwurzel wollte ich nicht haben. Ach ja, wieso gucke ich auch unter Nahrung? Das dürfte unter Verschiedenes sein. Was haben wir denn da Schönes? Da, Sumpfkraut. 8 ist es wert. Das ist sowieso nicht so viel. Ich meine, da kriegen wir für den ganzen Batch von 100 Sumpfkraut, würden wir 400 Erz bekommen. Für einen halben 200. Aber hey, Erz ist Erz, ne? Gucken wir nochmal, haben die Novizen noch was anderes zu sagen? Nee, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Ich bin... Ja, nein. Der hat die gleichen Gesprächsoptionen wie der andere Novize. Haben wir hier was? Wie steht's? Der sagt mir jetzt, er ist high, ne? Wie steht's? Ich bin... Ja. Nee. Gibt's noch eine dritte Novizenoption? Nee, das ist auch... Wie sieht's aus? Ich guck nochmal, hier sind bestimmt noch andere Novizen, mit denen ich reden kann. Ich werde auch mal schauen, ob der Bahn mir jetzt irgendwas sagt, ob ich ihm sagen kann, hey, hier, ich habe das Sumpfkraut gesammelt, ich bring's jetzt zu Korkalom. Kann ich mit... Du hast unsere Sammler verteidigt. Ja. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Cool, dankeschön. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich da noch eine bestimmte Belohnung bekomme. Okay. Cool, das heißt, ich muss das Sumpfkraut jetzt gar nicht wegbringen, oder wie? Verstehe ich das jetzt richtig? Egal, wir werden uns mal angucken, ob wir das im neuen Lager sinnvoll verhökern können. Ob sich das lohnt und ob wir dann hier noch die volle Belohnung kriegen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, wir reden hier nochmal mit den Templern und hören uns an, was die über das Lager zu sagen haben. Weil ich wollte eigentlich erst noch mit so einem anderen Novizen reden, ne? Dumpti-dumpti-du, dann kletter ich halt eben die Leiter wieder runter. Und dann würde ich sagen, reicht das für die Folge. Ich finde hier die Beleuchtung übrigens sehr cool im Sumpflager. Die haben hier solche Erzlampen. Also ich nehme mal an, dass das magisches Erz ist, das da oben eingelassen ist. Denn das sieht halt so aus, wie das Erz. Da hat halt, ja, nicht ganz die gleiche Farbe, aber eine sehr ähnliche Farbe. Und leuchtet halt schön. Ist auf jeden Fall eine wesentlich atmosphärischere Beleuchtung als die Fackeln, die in den anderen Lagern verwendet werden. Nee, der hat auch nur diese Gesprächsoption. Dann scheinen die Novizen nur zwei Gesprächsoptionen zu haben, also zwei verschiedene Varianten. Müsst echt die Nacht durchstampfen, das ist ziemlich bitter. Doch, was gut für dich ist. Ich will mit dir reden. Bist voll high, ne? Wie steht's? Ich bin... Ja. Die Dämpfe, die beim Grasstampfen aufsteigen, die steigen einem halt zu Kopf. Na gut, dann wollen wir nochmal mit den Templern reden. Dumm, dumm, dumm.
auf jeden Fall sehr, sehr schön und atmosphärisch hier in der Nacht im Sumpf. Es gefällt mir. Nur schade, das hatte ich ja beim letzten Mal versucht, als ich da Lester durch das Lager gefolgt bin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er in einer Station sagt, wo wir uns hinbringen lassen, von wegen hier, ja, die Hütte ist übrigens frei, die kannst du benutzen, aber ich habe mich nochmal informiert und anscheinend gibt es im Sumpflager keine offizielle Hütte, die man kriegen kann. Ich meine, klar, man kann sie einfach so irgendwo reinlegen und hoffen, dass einen keiner rausschmeißt. Wenn man früh genug da ist, funktioniert das meistens auch. Aber es ist halt trotzdem irgendwo schade, dass man nicht selber eine feste Hütte zugewiesen bekommt, so wie im alten oder im neuen Lager. Selbst wenn man was dafür tun müsste. Ich meine, im neuen Lager muss man ja auch erstmal hier den Shrike raushauen. Wie sieht's aus? Ich warne dich. Sei nicht respektlos. Du redest mit einem auserwählten Beschützer der Propheten. Ja, ja. Ist ja gut. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Als Neuling darfst du dich fast überall aufhalten, aber es ist Ungläubigen untersagt, den Tempel des Schläfers zu betreten. Also halt dich nur da auf, wo es dir gestattet ist, und störe nicht unsere Meister bei der Meditation. Mach ich nicht, keine Sorge. Wer hat dir das sagen? Wir tun alles, was uns die Gurus sagen. Es ist unsere Pflicht, ihnen zu dienen. Wer sind eure Gurus? Iberion, der Erleuchtete, ist der oberste Guru. Unter ihm folgen Kor-Kalom und Kor-Angar und noch einige weitere. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Gute Leute suchen wir immer, aber du wirst hart an dir arbeiten müssen. Erst ein fortgeschrittener Novize kann zum Templer befördert werden. Es ist die höchste Ehre für einen Anhänger der Bruderschaft des Schläfers. Okay. Wie sieht's aus? Ich warne dich. Sei nicht respektlos. Du redest mit einem auserwählten Beschützer der Propheten. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Als Neuling darfst du dich fast überall aufhalten. Also halt dich. Ja, ich glaube, der hat die gleichen Gesprächsoptionen wie der andere Templer hier. Schauen wir mal, ob wir noch einen finden, der eventuell andere Optionen hat. Na, hier geht's gar nicht weiter. Na super. Ja, manchmal ist das Sektenlager ein bisschen unübersichtlich und verwirrend, vor allem hier mit diesen ganzen Holzstegen. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Mir gefällt das sehr. Ein bisschen erinnert mich das ja hier an die, an das, wie heißt das auf Deutsch? Das Riverwood-Zeitalter in Myst. Ich weiß bloß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich meine zumindest im Englischen wäre es Riverwood, aber ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall das, wo man auch dann in diesem Sumpf ist und auf den großen Bäumen und da oben die Stege lang hat. Das war auch ziemlich cool. Nee, die haben leider auch nur die Optionen. Aber da hinten ein paar von den Templern beim Training, mit denen können wir eventuell noch reden. Vielleicht haben die ja noch was zu sagen. Oder die fühlen sich einfach beim Training gestört. Kann natürlich auch passieren. Wir hacken uns den Kopf ab. Wow, was machst du denn? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Ich finde diese Unterhaltung gerade schön, dass wir einfach nebeneinander stehen und so tun, als würden wir nicht miteinander reden, aber dann trotzdem miteinander reden. Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar! Ein Ungläubiger im Tempel! Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Wer hat dir das sagen? Unsere Gurus sind die Auserwählten des Schläfers. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Ja, ja.
Ich wollte mich doch nur unterhalten und dich mal ein bisschen fragen. Aber du bist irgendwie so ein bisschen fanatisch, das finde ich jetzt nicht so toll. Haben wir noch eine dritte Gesprächsoption bei den Templern? Nein, darfst du nicht. Nee, die haben anscheinend auch nur die Optionen. Ist hier hinten noch jemand oder haben wir da nur eine Hütte? Warum sind hier die Geräusche auf einmal so leise? Nee, hier sind anscheinend nur Hütten. Hast du noch was zu sagen? Nee, auch nur die Option. Schade. Dann gibt es bei den Templern anscheinend nur zwei verschiedene Optionen. Ich weiß, dass in den anderen Lagern haben die mehr Optionen. Also mehr verschiedene Auswahlsachen. Nee. Na gut. Dann würde ich sagen, übernachten wir einfach hier hinter dieser Hütte, denn wir haben ja keine eigene. Genießen den Ausblick, wobei wir gesellen uns lieber zu den Templern, die gerade trainieren. Dann können wir uns vielleicht noch die ein oder andere Sache abgucken. Ich meine, die kämpfen zwar mit zwei Handwaffen und wir benutzen nur Einhandwaffen, aber hey, vielleicht lässt sich das ja irgendwie übertragen. Oder wir lernen schon mal für später, falls wir auch mal Zweihandwaffen lernen. Man weiß ja, jetzt sind die weg. Na toll. Dann sind die jetzt wohl schlafen gegangen, weil die Bewohner im Minental haben natürlich auch ihren eigenen Tag-Nacht-Rhythmus. Und jetzt sind die halt alle in ihren Hütten anscheinend. Naja, kann man nichts machen. Ich würde sagen, es wird jetzt so langsam sowieso spät. Deswegen beenden wir mal die Folge und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut.